Hallo, ich bin Caillou. Magst du die Schlafenszeit? Ich liebe sie. Meine Schwester Rosie liebt sie auch. Mama und Papa haben unsere Schlafenszeit wirklich lustig gestaltet. Es müssen so viele Sachen erledigt werden. Möchtest du dich zu uns gesellen? Dann können wir schön schlafen und morgen wieder von neuem beginnen. Lass uns anfangen! Es gibt jede Menge Aktivitäten, die wir machen können, um uns aufs Schlafengehen vorzubereiten. Mal sehen, wie die Schlafenszeit heute aussieht. Gute Nacht, Bussis. Pyjama anziehen. Hände waschen. Lass uns ein Bad nehmen. Womit sollen wir anfangen? Zeit vor dem Schlafengehen etwas zu... Berühre die Bussis auf meinem Gesicht. Das fühlt sich gut an. Das kitzelt. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Danke für all die Bussis. Ich habe wirklich das Gefühl, geliebt zu werden. Bald ist Schlafenszeit. Rosie hat den ganzen Tag lang gespielt und muss ihre Hände waschen, ehe sie ins Bett geht. Helfen wir ihr. Tippe auf den Wasserhahn, um Rosies Hände nass zu machen. Schrubbe Rosies Hände mit Seife und erzeuge dabei viele Blasen. Gut gemacht. Spüle die Seife ab, indem du erneut auf den Wasserhahn tippst. Super. Benutze das Handtuch. Ausgezeichnet. Rosies Hände sind jetzt schön sauber. Das hat Spaß gemacht. Was jetzt? Zeit, ein Bad zu nehmen. Seife mich ein. Fantastisch! Spüle mich mit dem Duschkopf ab und wasch die Seifenblasen weg. Spüle mich mit dem Duschkopf ab und wasch die Seifenblasen weg. Trockne, ausgezeichnet. Nun, da ich pieksauber bin, kann ich ins Bett gehen. Das hast du gut gemacht. Pyjama-Zeit. Tippe auf eine Schublade, um sie... Ich liebe das. So kuschelig. Du hast ein gutes Auge. Alle Teile des Pyjamas passen zusammen. Damit werde ich kuschelig schlafen. Gut gemacht. Nun, da unsere Schlafenszeit erledigt ist, sind wir bereit für das Land der Träume.